Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich stehe hier im strömenden Regen vor unserem kleinen Holzfällerdörfchen und ich wollte das heute gerne mit euch weiterbauen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir jetzt noch ein Materiallager mit hier herstellen und das bauen wir uns jetzt auf. So, ich gucke mal, dass wir das vom Weg her ein bisschen ausrichten können, dass halbwegs gerade ist. Und dann stellen wir uns das hier mit hin. Ja, da bauen wir dieses Dörfchen noch ein bisschen auf. Es ist wirklich ein Mini-Dörfchen, aber viel mehr Holzfäller, denke ich, brauchen wir auch nicht. Das müsste an sich reichen. Aber wir wollen es denen hier ja auch ein bisschen hübsch machen. Und wir brauchen, wie ich sehe, schon wieder Holzstämme. Tja, und genau deswegen brauche ich unbedingt die Holzfäller hier. So, und da gehen wir jetzt mal noch schnell zusammen ein paar Bäume fällen. Und ich hoffe, das können wir hier jetzt ungestört machen. Hier mal ein bisschen gucken, dass wir hier nicht gerade in irgendwelche Schweine oder so reinrennen. Hier sind noch mal Steine. So, ja. Und da ist schon ein Schweinchen. Dann machen wir das erstmal weg. Okay. Ich hoffe, es ist jetzt nicht noch eins hier. Weil die meistens... da hinten, aber gut, das soll nicht stören. So. Hä? Ist hier was hinter mir? Gut. Wir wollten Bäume fällen. Denn wir brauchen jetzt für dieses Materiallager ja eine ganze Menge Holz. Und da müssen jetzt hier ein paar Bäume herhalten. Ja, ich hätte das vielleicht ohne euch machen können, aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht, wenn wir das wieder zusammen machen. Ein bisschen mitgucken hier, dass wir nicht in was reinrennen, was wir nicht wollen. Da links war noch ein Schweinchen. Ist das weit genug weg? Na, wir können es auch wegmachen. Da sind wir dann wirklich gesichert hier. Naja, du sollst schießen. Okay. Noch jemand hier? Okay, so. Ist das wieder das schönste Wetter, was wir hier haben? Meine Herren. Naja, aber so ist das halt. Man kann sich's nicht aussuchen. Es ist nicht zu ändern. Das Wetter ist, wie es ist. Aber wie heißt es auch immer so schön? Nach Regen folgt auch Sonnenschein. Nach Dunkelheit folgt Licht. Auch wenn es manchmal nicht so danach aussieht, ne?
aber man soll ja positiv denken. Es kann ja nicht immer regnen, ne? Kennt ihr den Spruch? Noch irgendwo ein Bäumchen. Ja, da hinten haben wir noch einen liegen. Ich hätte hier irgendwo immer einen Holzstamm liegen? Nee. Ach, hier vorne liegen da noch Bäume. Ach Gott. Hier liegen doch noch welche rum. Da haben wir doch noch ordentlich Stämme. Dann reicht's doch auch. Sind doch hier alle Bäume umgeholzt. Aber viele. Ja. Eisenpfeil, hier liegt ein Eisenpfeil rum. Oh, den müssen wir auch mitnehmen. Den können wir ja nicht liegen lassen. Gut, ich würde sagen, einen hier nehmen wir noch mit. Und die anderen Bäume lassen wir für unsere Holzfäller, die dann mal hier wohnen. Ne? Wir müssen ja auch noch ein bisschen was zum Holzen haben. Was erzähle ich hier für einen Quatsch, aber na gut. Gut, zurück. Dann trinkt man schnell mal einen Schluck hier aus dem Bächlein. Okay. Gucken wir mal, ob wir das Dach fertig kriegen, aber weiß nicht, die Bretter reichen werden. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Ja, das könnte reichen, ja. Gut, da haben wir das Dach und dann machen wir die Wände noch fertig hier. Aber das sieht schlecht aus, wir müssen wahrscheinlich doch noch mal Baumstämme holen hier. Das Materiallager verschlingt ganz schön viele Stämme, ja, wir brauchen noch mehr. Stämme. Wo holen wir uns die jetzt her? Wollen wir mal da reinrennen in den Wald? Oh Gott, ich hätte gleich mehr mitnehmen sollen. Naja. Ja, und die Nachbarschaftsquests, diese, die jetzt ja wieder da sind, die mache ich ohne euch. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt. Ne? Und da werde ich demnächst mal losgehen. Das alles erledigen, dass wir wieder unsere
neuen Reputationspunkte bekommen, die wir ja auf jeden Fall brauchen. Die sind nicht unwichtig. Aber wie gesagt, das mache ich selber, ohne euch, ohne Aufnahme. Es sei denn, ihr wollt sehen, aber soweit ich das ja schon mal gehört hatte, und ich glaube, das hatte ich auch in der letzten Folge schon erwähnt, war das wohl nicht so ganz angekommen, wenn ich mit euch immer durch die Gegend renne. Kann ich ja verstehen, ist ja vielleicht auch nicht immer so spannend, vor allen Dingen, wenn man die Map schon kennt und die, ne? Habe ich hier noch einen, wo ist denn der andere Baumstamm hin? Ach da. Nee, hier liegen noch welche rum. Oder? Ja. So. Oh je, das reicht hinten und vorne nicht. Hier die Bäume. Wir brauchen so viele Stämme. Steine gibt es ja auch wieder eine ganze Menge und Stöcke. Naja. Haben wir alles eingesammelt und wir gehen hier hinten noch die Bäume wegnehmen, hier die Fichten nehmen wir noch mit. Unsere Eisenachse ist auch gleich wieder durch. Da sollten wir langsam mal aufhören jetzt hier mit hacken. Gucken, ob wir noch, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine neue einstecken habe, aber ich hoffe es mal. Wenn nicht, müssen wir es halt wieder mit der alten herkömmlichen Steinachse machen. Dann ist das wohl so. So. So, haben wir es jetzt, ja? Die eine können wir jetzt auch noch mitnehmen, die steht so verlassen jetzt da. Nehmen wir die auch noch mit. So. Na komm. Gut. Dann gehen wir zurück. Und ich denke, dass wir es jetzt fertig bekommen, unser Lager. Wenn wir ganz viel Glück haben, können wir vielleicht gleich noch das Nahrungsmittellager aufbauen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch genügend... Ach nee, Tonbewurf habe ich ja keinen. Ich brauche ja Tonbewurf für die Wände hier. Wenn ich die Holzhäuschen verputzen will, brauche ich ja Tonbewurf. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht eingestellt. In der Scheune. Und wie gesagt, da brauche ich auch noch Stroh dazu.
Das muss ich alles noch einstellen. Aber das mache ich außerhalb der Aufnahme mal, dass ich die Scheunenumriss umstelle auf Tonbewurf herstellen. So, das ist fertig. Ja, ich glaube, ich habe hier keinen Tonbewurf. Kalksteine hätten wir. Die können wir mal rausnehmen. Stroh ist zu wenig da, ja. Das ist richtig. Okay, dann gibt es einen Weg jetzt hierher. Gut. Und wir bauen noch das Nahrungsmittellager. Wo stellen wir das jetzt hin? Das könnten wir eigentlich hier so daneben stellen, ne? Kriegen wir das jetzt hier noch hin? Ja, das würde hier noch hinpassen. Ein bisschen drehen, bisschen nach links, ein Stück hinter. So. So, wir gucken gleich mal nach, ob wir hier Holzstämme haben und wenn ja, wie viele. Ja, gut, dann nehmen wir uns jetzt hier welche raus, dass wir den nochmal in den Wald rennen müssen. Vielleicht ein bisschen großzügig, was ich jetzt hier genommen habe, aber besser zu viel als zu wenig mitgenommen. Und wie immer zuerst das Dach drauf. Bei diesem scheußlichen Wetter hier ist es besser, wenn man ein Dach drauf hat. Es regnet ja rein hier. So. Und Nüsse haben wir durch. Hier müssen wir uns bald wieder neue Kupferhammer herstellen. Es sei denn, wir haben dann genug Technologie, dass wir uns auch mal ein paar Bronzewerkzeuge oder Eisen dann machen können. Eisen wäre mir da fast lieber, weil das länger hält. So, da hätten wir auch das Nahrungsmittellager fertig. Finde ich doch toll. Gut. Ja. Und die Schmiede 3 haben wir jetzt freigeschalten. Sehr schön. Das geht doch vorwärts. Ja, da haben wir das. Hier waren wir schon durch. Ja. Also das haben wir jetzt. Und hier auch. Waren wir hier auch schon fertig? Ja. Okay, dann haben wir das Dach erstmal jedenfalls verputzt. Und jetzt müsste man gucken, könnten wir dann doch das Zäunchen könnten wir bauen.
fällt nur das hier dran. Wollte ich das jetzt hier hinter haben? Oder wie? Nicht so weit. So, ne? Ich gucke mal, wie das aussieht. Kann man das so lassen? Ja, das geht. Keine Stämme mehr. Holzstämme werden gebraucht. Und da nehmen wir uns noch mal einen ganzen Schwung hier mit. So. Ja. Das könnte man so machen. Und wie machen wir das jetzt hier? So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein schönes Säunchen dran kriegen. Jetzt brauchen wir wieder die Bretter. Also wie gesagt, wir brauchen hier auf jeden Fall die Holzfäller, die uns hier die Materialien zusammen sammeln und auch ranholen. Wieso ist denn das jetzt falsch rum? Hä? Wieso ist der eine richtig rum und der oder haben die jetzt auf beiden Seiten Nägel? Das sieht so aus. Interessant, habe ich gar nicht gewusst. Habe ich gar nicht gewusst. Das ist interessant. Ich will jetzt eigentlich ein bisschen gerade haben. So. Da können die zwei Felder wieder weg. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich gerne so Vorgärten habe für unsere Dorfbewohner. Und dann machen wir es denen heute noch ein kleines bisschen schicker. Lämpchen gibt es auch daher. So. Finde ich doch toll. So, hier wird es nichts werden mit einem Zäunchen, aber dafür gibt es ein Lämpchen. Kann man das hier noch aufstellen? Hier hinten kann man auf jeden Fall eins hinstellen. So. Und vielleicht auch hier an die Ecke oder hier oben hin. Geht es auch hier hin? Nee, das geht nicht. Okay, dann setzen wir es hierher. Gut. Und jetzt gucken wir noch hier, ob wir hier noch ein Zäunchen hinbekommen. Ich
habe, wie gesagt, gerne, dass die ein kleines Vorgärtchen haben. Achso, ist ja bloß ein Zaunsfeld, okay. Und dann gucken wir noch auf diese Seite. Oh nee, das geht so. Nee, so geht das nicht. Das sieht blöd aus. Das sieht blöd aus. Das können wir so nicht machen. Das sieht blöd aus. Also so wollte ich das jetzt nicht. Wenn, dann soll es schon anständig aussehen. Das haut auch wieder nicht hin. Habe ich zu kurz gebaut. Das habe ich zu kurz gebaut. Weg. Das ist jetzt Bretterverschwendung, aber. So, und wenn wir das geschafft haben, würde ich sagen, dass es das dann erstmal wieder gewesen ist für heute. Die kriegen hier auch noch ein Bänkchen hin, wenn wir es denn können. Ja, Moment. Lass ich schon gucken hier. So. Und wenn möglich auch noch ein Lämpchen. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, ist doch schon wieder ganz hübsch geworden, denke ich. Könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen. Interessiert mich echt. Dann haben wir hier noch. Dann können wir hier an die Seite noch ein Lämpchen stellen und wenn es geht auch noch hier. Und so ein bisschen neben dem Eingang, dass man im Dunkeln rumlaufen muss, wenn man sich was aus dem Lager holt. So, hätten wir es doch. Vielleicht können wir hier noch ein kleines Lagerfeuerchen aufbauen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das... Ne, da fehlt mir Brennholz. Okay. Aber kein Thema, das kriegen wir hin. Brennholz. Haben wir ja genug da. Ja. Okay, dann machen wir den hier noch eine kleine Sitzecke her. Mal gucken hier, so. Im Dunkeln ist das ein bisschen blöd hier, da sieht man ja nicht viel, aber ich denke, so geht's schon. Und wenn wir es noch können. Genau, so. Okay. Dann könnten wir auch hier gegenüber noch einstellen. Gut.
Dann hätten wir das. So, ihr Lieben. Rasi hat erstmal Hunger und Durst. Da soll er auch was essen. Er hat ja fleißig gearbeitet. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Feuerchen noch an. Mit diesem Blick auf unser kleines Holzfällerdörfchen beende ich erstmal diese Folge. Ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und ich wünsche euch von Herzen wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass ich jetzt demnächst erstmal keine Videos hochladen kann, weil ich erstmal keine mehr im Vorlauf habe. Wir haben jetzt 2 Wochen Urlaub und da werde ich wohl nicht dazu kommen, Videos aufzunehmen. Aber ich verspreche euch, dass es nach dem Urlaub auf jeden Fall wieder weitergeht. Vielleicht habe ich dann auch einen Plan, was wir dann noch machen könnten. Nur, dass ihr erstmal Bescheid wisst, dass jetzt erstmal nichts weiter kommt. Es sei denn, ich finde jetzt in den nächsten Tagen noch irgendwie eine Möglichkeit, was aufzunehmen. Wird aber eher unwahrscheinlich sein, denke ich. Also nicht traurig sein, in 14 Tagen bis 3 Wochen bin ich wieder da. Okay, bis dahin, bleibt gesund, seid lieb gegrüßt und tschüss.